Ja, und herzlich willkommen jetzt zurück bei Iron Rock Assassin's Creed 3. So, ja, ihr seht, ich bin zu Hause in unserer Siedlung. Und zwar, es hat sich einiges getan. Einiges, ja. Ich war fleißig gewesen. Ich habe New York und den Rest so alles durchgesucht, alles angeguckt, befreit, soweit wie es geht. Das Grenzland habe ich noch nicht befreit von den Templern. Aber ich habe hier drei weitere Siedler bekommen. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen machen wir heute mal einen ruhigen sozusagen. Wir machen heute nur unsere Siedler. Ja. Unser schönes Dorf braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und wir wollen ja schließlich, dass es auch hier vorangeht. Ja. Wir wollen ja eine gewisse Zeit lang länger leben können dürfen. Ja. Okay. Also. Die ersten, wo wir jetzt hingehen, mal gucken. Ah. Zum Glück bist du hier. Das ist ein Pärchen. Das sind so sozusagen Bauern gewesen in New York. Irgendwo, glaube ich. Oder irgendwo. Und die wurden sozusagen vertrieben von den Briten. Den haben wir hier sozusagen ein kleines neues Zuhause geschenkt. Mal gucken, was die wollen. Oder er möchte. Was los ist. Prudence wird vermisst. Sie wollte ein paar Besorgungen machen und kehrte nicht zurück. Ich bin besorgt. Was ist nur passiert? Ich finde sie. Der Hund könnte sie aufspüren. Er hat eine gute Nase. Hierher, Junge! Er ist doch da. Ihn fast jeden Abend raus, um Nachtkerzen zu pflücken. Sie ist einfach ganz versessen auf ihr Öl. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe gar keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Zeug überhaupt will. Okay. Nachtkerzen? Keine Ahnung. Nachtkerzen sagt mir jetzt nichts. Oh. Prudence! Hier habe ich was. Ich habe da was gefunden. Aber... Ach so, okay. Den ersten Punkt. Hier hat sie gepflückt. Sie kann nicht weit sein. Vielleicht sollten wir uns aufteilen und suchen. Ja, Papa läuft hier lang zum nächsten Hinweis. Den habe ich zuerst gefunden, den ersten Hinweis. Für mich. Ein Stück Kleid. Waren Wölfe da, hä? Ihre Tasche. Ein Bär auch noch. Yeah. Cool. Danke vielmals, Connor. Vielen Dank. Ich mag gar nicht daran denken, was ohne deine Hilfe passiert wäre. Ich habe dort Nachtkerzen entdeckt und plötzlich stürzte sich der Bär auf mich. Warum sammelst du Nachtkerzen? Naja, Warren und ich probieren schon sehr lange, ein Kind zu bekommen. Ich habe gelesen, dass Nachtkerzen gut für die Fruchtbarkeit sind. Schon was gefunden? Entschuldige, ach so. Das ist kein gutes Gesprächsthema unter diesen Umständen. Ich verstehe. Ich werde kein... Prudence. Kein Wort sagen. Bist du wohl auf, Liebling? Es wird wieder. Dank Connor. Ich danke dir, Connor. Wieder mal. Alles okay, alles okay. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Ja. Hui,
Großen Hof haben die angebaut, auf jeden Fall. So, okay. Guckt euch das mal an. Großes Maisfeld. Großes Getreidefeld bestimmt hier. Sehr schön gemacht. So, dann haben wir hier den nächsten. Ja. Halt, warte, bevor wir da hingehen. Wir können ja noch mal ganz kurz hier mit den Leuten reden. Ist ja nicht verboten. Wenn es schon die Möglichkeit ist, dann natürlich machen wir heute nur Siedler. Okay. Hallo, Connor. Hallo. Ist etwas nicht in Ordnung? Nein, nichts, worum du dich sorgen musst. Ich will nicht aufdringlich sein, aber wenn es irgendetwas gibt, wobei ich helfen kann, tue ich es. Schon gut. Connor weiß bereits die Hälfte. Wie schon erwähnt, wollen wir ein Kind bekommen. Schon sehr lange. Bisher wurden wir nicht gesegnet, kein Mal. Das zerrt mit der Zeit an den Nerven. Man kann so etwas nicht erzwingen. Die Natur wird euch ein Kind schenken, wenn die Zeit reif ist. Wir hoffen, du hast recht, Connor. Aber wenigstens leben wir hier in Frieden. Das stimmt. Naja, Frieden, wie man es nimmt, ja? Im Moment noch. Ich weiß nicht, wie es wirklich sein wird später noch, ja? Aber ja, es ist jetzt hier erstmal ein friedlicher Ort. Weg von den Templern. Weg von allen. Sozusagen unser eigenes kleines Reich und Zuhause. Wo Attila sich niedergelassen hat. Einiges hat er eine gute Ecke ausgesucht. Ah ja. Entschuldigung. Ich versuche, einen Puma zu fangen, der hier umherstreift. Das Biest hat schon zwei meiner Fallen ausgelöst. Es sah aus, als wäre sein Fell weiß, so verrückt es auch klingt. Sein Pelz muss den richtigen Leuten ein Vermögen wert sein. So ein Puma habe ich noch nie gesehen. Ich würde dir gerne helfen. Wenn es dir gefällt, sei leise. Okay. Na, hier entlang. So, hier erstmal. Erster Hinweis. So. Das ist jetzt der zweite Hinweis. Was? So, mit den Katzspuren sind. Ui, ja. Ich will gar nicht schießen. Ah ja, da hängt der nächste Hinweis. Gerissenes Tier. Ganz genau, so soll es sein. Vorliebe für Hasen ist nicht der erste. Doch frisch, er ist nicht weit. Da ist er! Bessere Chance bekommen wir nicht. Na los, Connor, sonst sehen wir ihn nie wieder. Komm, nur einen Schuss, Beeilung! Nur einen Schuss? Wegen meinem neuen Freund, ja? Ich lud gerade ab und er lief hinein. Zum Glück war ich nicht da drin. Ehrlich. Was meinst du dazu, Miriam? Rauslocken und schießen. Norris hält sich zurück, einer von uns geht rein und lockt ihn raus. Der andere wartet hier und schießt. Ich werde reingehen. Ja, und sie soll schießen. Ja.
guter Schuss. Vielen Dank, Miriam. Wow. Das ging jetzt fix. Gerade eben. Guck mal, die hat jetzt zwei Fässer schon bekommen. Ein bisschen ausgebaut. Hier so ein kleines Vordach. Kleine Felle zum Trocknen. Ein Reh, was ausgenommen ist. Sehr schön. Okay. Dann habt ihr auch schon unseren dritten gesehen. Und zwar, das ist unser kleiner Bergbaumann. Den wir auch noch bekommen haben. Ja, das heißt, wir kriegen jetzt also Erze. Wir haben ein Bauerpaar. Wir haben einen Schreiner, wir haben einen Holzfäller. Wartet, lasst mich mal ganz kurz überlegen. Also unser Handelsschiffssystem haben wir ja, das ist klar. Aber dann haben wir jetzt erstmal die Holzfäller bekommen und dann den Schreiner. Dann habe ich jetzt ein Bauernpärchen bekommen. Einmal einen Miner und eine Jägerin. Und noch irgendwas, jemand anders. Aber mir fällt nicht ein, wer. Ich meine, ich habe denn noch einen bekommen. Das war jetzt nicht so geplant. Aber okay. Ist vollkommen okay so. So. Stimmt, ein altes Pärchen, die eine Art Gastro aufbauen wollen. Oh. Was ist? Connor, komm rasch. Jemand will in unser Haus einbrechen. Er ist bewaffnet. Ich hole die Jungs. Stopp! Kollege? Okay. So weit kommt's noch. Was ist passiert, Connor? Hab gesehen, dass du einen Mann verfolgst. Er wollte euer Haus ausrauben. Ich hab ihn verjagt. Was? Oh, die Frauen sind alle wohl auf? Du hättest da sein sollen. Was? Du hättest zu Hause sein sollen. Ich brauchte dich nicht. Seit wann kommt ein dürres Hemd wie du alleine draußen im Busch zurecht? Wenn Diana was fehlt, dann schwöre ich, wirst du dafür. Keine Sorge, euch geht's gut. Den Mädels geht's gut. Der, verjagt ist leichter gesagt als getan. Ich habe ihn erschossen. Oh, eine Wassermühle. Okay, cool. Okay. Das ist natürlich cool. Eine Wassermühle haben die sich hier gebaut. Das heißt, um Holz einfacher zu sägen, hä? Eine schöne... Ja, hier kriegt man... Jo. Hier sind die Späne. Wunderschön. Oh, cool. Jetzt kriegen wir also unseren eigenen Bretter auch noch geliefert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, mal gucken. Nächste Aufgabe. Nur zu tun in der Siedlung. Man hat nur zu tun. Schönen Tag. Ja, hallo. Oh. Genau, das ist die Familie hier. Ja, die bauen eine Art Gastro auf. Das ist cool. Das könnte ich jetzt auch gebrauchen. Ein schönes Bier vom Fass. Hallo, Sir. Möchtest du einen Schluck Ale oder etwas Brot und Käse?
Connor, das hier ist Oliver und das ist Corinne. Ja. Alle Leute. Olli, das ist Connor, der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Der Herr des Hauses. Wir waren auf der Durchreise und trafen eure Pächter. Sie hatten Durst und wir hatten ein paar Fässer dabei und... Ich bin kein Herr. Und das sind meine Freunde, keine Pächter. Was macht ihr auf der Straße mit einem Karren voller Ale? Wir waren Gastwirte, bis der König unsere Taverne einfach für das Militär beschlagnahmte und uns auf die Straße setzte. Hey, ihr solltet hier siedeln. Hier fehlt eine Taverne. Sehr gute ja. Idee. Doch ohne das Gasthaus selbst haben wir keine Wahl. Und eins zu bauen ist teuer. Wir haben sicher Bedarf für etwas in der Art. Ich spreche mit meinen Freunden an der Mühle und sehe, ob wir nicht selbst eins bauen können. Wenn wir das arrangieren, würdet ihr dann erwägen, hier zu bleiben? Natürlich, Olli! Wir sind wieder Gastwirte! Ach, wenn das so einfach gehen würde. Arme Tausend, ja, natürlich. Das sollte reichen. Vielen Dank. Das wirst du nicht bereuen. Versprochen. Ja, das weiß ich. Gib den Leuten ein Zuhause und es alles wird doch ganz gut, oder? Ach ja, das ist doch richtig schön, sowas. Und das Gute ist, unsere kleinen, Handelsleute, die können auch herkommen, unsere kleinen Seefahrer oder unsere ganzen Seefahrer. Allgemein. Oh, wir können zu gut drin reden. Das machen wir. Ah, ist das schön hier drin. Köstlich, Liebes. Connor, was führt dich her? Ich kam vorbei und dachte, ich sehe mal nach, wie es euch geht. Wie nett von dir. Nun, mein Junge, es geht uns sehr gut. Zwischen diesen Nachbarn? Die Matrosen kommen und gehen, ganz zu schweigen von den Reisenden. Unsere Betten sind immer belegt und das Bier geht gut weg. Ich bin froh, dass bei euch alles so gut klappt. Sind wir auch, Connor. Ich müsste lügen, wenn ich sagte, wir waren nicht besorgt, als wir das alte Gasthaus verloren. Doch Gottes Wege sind unergründlich. Ja, wie der Zufall manchmal so spielt. Naja, jetzt kommen auch Seefahrer her. Sehr schön. Ach, es läuft, es läuft, es läuft. Moin. Sehr schön. So, dann haben wir hier oben die nächste Mission schon. Ja, schön stattliches Haus. Naja, Haus ja nicht. Also es ist ja schließlich eine ganze Bleibe für die Leute. So, unseren Tischler bestimmt hier nochmal eine Frage stellen oder helfen. Oh. Master Connor! Master Connor! Was passiert, Kinder? Den Kindern folgen. Ja, natürlich. Okay. Ja, unser Schreiner hat nämlich zwei Kinder. Ich hab's gesagt, ich hab dich nicht gebraucht. Hättest du gehört, wer all das nicht... Ach, Jungs. Dir muss man Achso. Verstanden. Nein, nein, nein. Halt, 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 halt. Wie soll ich das denn machen? Nein, 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 nein. Nein! Jungs, reißt euch zusammen. Oh, Papa probiert ja alles hier. Okay, nochmal. Ich schlag dich zu.
Dir muss man mal Verstand einprügeln. Ich schlag dich zu Boden, du Lump. Ich werde dich windelweich... Nein! Dir werde ich's zeigen. Mist! Ich schlag dich zu Boden, du Lump. Ich werde dich windelweich prügeln. Ich schlag dich zu Boden, du Lump. Ich schlag dich zu Boden, du Lump. Dir werde ich's zeigen. Dir werde ich's zeigen. Müsst ihr euch jetzt streiten, Jungs? Den Streit schlichten, ja. Sorgen, dass die Streit nie wieder ausbricht. Achso. Die ollen Streithämmel. Ist in Ordnung? Es gibt keinen Grund dafür. Dieser Holzkopf. Er wird sich beruhigen. Er braucht nur etwas Zeit. Bist du nicht sauer, Godfrey? Ich? Nein, gar nicht. Terry ist eben ein Hitzkopf und das lasse ich mir nicht bieten. Es ist wirklich nicht schlimm. Er beruhigt sich. Der Zwerg kann eh nicht viel Schaden anrichten. Kommt das denn öfter vor? Ha! Ich habe Lance gerade erzählt, dass ich die Uhr danach stellen kann. Das ist wirklich kein Problem, Connor. Aber nett, dass du dir Sorgen machst. Okay. Schwierig. Eine weitere Holzverlette. Oder ein Lagerplatz wahrscheinlich. Wahrscheinlich eine Lagerstelle ist das. Hm. So, mit denen könnte ich auch wieder reden. Mal ganz kurz gucken. Da drinnen gibt es noch eine Mission. Okay, dann reden wir mal ganz kurz hier drüben. So. Hey, Connor! Gentlemen. Ihr habt euch wieder vertragen? Oh ja, sind auf dem Weg zu einem Bierchen. Du hast vielleicht bemerkt, dass ich ab und zu etwas heißblütig bin. Diana geht's gut, den Kleinen geht's gut. Mir ist eigentlich alles gut. Bin nur froh, dass ich Godfrey nicht wehgetan habe. Mal ehrlich, das hätte ich mir nie verzeihen können. Bin auch froh, Terry. Du hättest mich mit deinen Fäustchen pieksen können. Reiz mich bloß nicht. Schon gut, bleib locker. Ich bin froh, dass alles beim Alten ist. Ja, dass ihr euch nicht mehr streiten dort. Ja, Kinder spielen. Ach ja, schön ist es. Wenn man noch mal klein sein darf. So unbeschulden. Nee, warte mal, hier haben wir noch eine Mission. Da. So. Die Mission machen wir auch. Ziemlich eindrucksvoll. Hallo Connor. Schönen Tag. Ach so, weil ich vorbeigerannt bin, deswegen ziemlich eindrucksvoll. Ach so. Ich dachte jetzt, weil sie jetzt die Siedlung meint, wie sie wächst und gedeiht und schön groß wird langsam. Immer mehr wird. Weil sowas gefällt mir tierisch. Seine Siedlung immer weiter wächst. Und außerdem bin ich nicht der Herr des hier, sondern links Attila.
Ich gebe nur den Leuten hier einen Platz, wo sie halt siedeln können. Und Atelier hat bisher nichts dagegen gehabt bisher. Was ich sehr gut finde. So. Ah, er hat eine Mission für uns. Okay, cool. Attila selbst. Rätsel des Landhaus. Okay. Komm mit mir nach unten. Ja, schubst du. Das vielleicht dorthin passt? Keine Eile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon finden. Okay. Wie du willst. Da ist eine Truhe in einer Höhle am Rand des Grundstücks. Könntest du sie mir holen? Ich würde ja selbst gehen, doch mit diesen alten Knochen geht es nicht mehr. Okay. Nimm Norris mit dir. Ein großer Fels blockiert den Höhleneingang. Du wirst ihn irgendwie beiseite räumen müssen. Okay, ein großer Fels. Aber erst soll ich Norris mitnehmen. Wegen Sprengstoff reden. Okay. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ach komm, wir nehmen ein Pferd. Dafür haben wir doch die Pferde. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht platt reiten. So. Ach, guck mal, hier fehlt noch was. Hier kommt noch einer irgendwie hin. Jetzt muss ich gucken, wie... andere Flussseite. Okay, da muss ich doch runter. Ach, hier war eine... Nein, euch Biber lasse ich in Ruhe. Ehrlich. Ist okay. So. So. Okay. Der ist irgendwo unter Tage. Ach, hier, wo wir den Weißen rausgeholt haben. Schön, dass er Bergbau schon betreibt. Einfach so rein und zack. Ich muss etwas holen für den alten Mann und er sagte, es müssten erst Felsen beseitigt werden. Ja. Ich werde Sprengstoff mitbringen. Okay. Norris zum Eingang der Höhle folgen. Sicher keine von den üblichen Kolonisten. Gute Schützin. Sie hat den Puma erlegt. Sie ist stark und tüchtig. Hat sie einen Mann? Keinen, von dem ich wüsste. Ich habe noch nie eine Frau gesehen wie sie. Ich würde sie gern besser kennen. Dann rede doch einfach mit ihr. Ich probier's. Hey, Vorsicht! Das Pulver darf nicht nass werden. Ja, ich mach doch nix. Aber unser kleiner Franzose möchte sich mit unserer Jägerin anbandeln. Ah, ist das schön. Jetzt weiß ich, warum er mir geraten hat, dich mitzunehmen. Kein Problem. Wir sprengen ihn. Du sei mein Gast. Geh in Deckung! Okay. Vielen Dank. Ja, wie? Sieht nicht sicher aus da drin. Pass gut auf. Ich bin an der Mine. Okay. Interessant, was du über Miriam sagte. Wow, das...
Okay. Gehen wir davon aus, dass wir hier lang müssen. Ich schwimme jetzt einfach nach Gefühl, ja. Einfach nach Gefühl. Da entlang. Ja, sehr schön. Okay. Oh. Oh. Ach, die üblichen Rätsel, Sprungrätsel sozusagen. Okay. Ah, ich muss sie auch noch knacken. Ach, Mist. Nein. Ach, Mist. So. Nein, jetzt habe ich das schon wieder zu weit drüber gedreht. Nee. Okay. Wieder hier rauskommen. Uff. Okay. Oh, Papa sieht kaum was. Ja, okay. Halt, da lang. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich hoffe mal. Nein! Nein! Runterrutschen, Connor. Genau. Wir müssen raus. Nur raus! Raus! Das war knapp. Halt! Fuchs! 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 Ja! Puh! Wenigstens noch ein Fuchs erlegt. So, und jetzt müssen wir zurück nach Achilles wahrscheinlich. Wieder. Um ihm zu berichten, dass wir das geschafft haben, was er wollte. Die Kiste holen. Oder den Inhalt der Kiste. Okay. Aber nebenbei nehmen wir noch zwei Waschbären mit. So. Heute. Ja, was? So. Ach komm, Biber auch noch. Ach, guck mal hier. Wenn er schon hier ist, dann kann man ja auch noch machen. So. Okay, dann zurück nach Attila. Mal gucken, was wir jetzt da rausgeholt haben. Stück neue Rüstung oder Waffen oder keine Ahnung. Oder nur ein Erbstück. Ich habe echt keine Ahnung, was wir jetzt da geholt haben, ehrlich gesagt. Aber hier muss so ein Siedler irgendwie hinkommen. Weil hier Straßen sind, also laut der Minimap. Ja. Deswegen, also. Ja, mal gucken. Mal gucken, was da ankommt. Vielleicht ein Marktstand. Marktplatz ungefähr. Wäre auch nett. Schön, schöner Markt. Sozusagen.
Das wäre cool, ja. Doch. So ein kleiner Markt dort. Weil was anderes fällt mir jetzt nicht ein, was wir noch bräuchten. Eine Kirche brauchen wir nicht, also so ein Gebetshaus. Das ist, ja. Nee, mir fällt sonst nichts ein. Schule. Oder ein Krankenhaus, so ein Hospital. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. So, dann gehen wir mal runter. Jetzt bin ich auch gespannt. Ich weiß echt nicht mehr, was das war. Ich weiß nur, dass wir mehrere solche Höhlen aufsuchen müssen. So. Ich hab, was du wolltest. Aber ich muss wissen, wer es dorthin gebracht hat und wozu. Ich war's. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr lange her. Doch, eine Kleidung. Wem hat das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Okay. Rätsel des Landhaus. Okay. Das heißt, wir können also die erste Rüstung des ersten Assassinen in der Kolonie bekommen. Okay. Gibt es denn... ja. Die nächste Mission. Ja, wie gesagt, diese Mission wird auf jeden Fall länger werden. Also, die Aufnahme hier. Ja. Weil, wie gesagt, wir werden uns um die Siedlung kümmern. Ja. Mal weg von den ganzen Schlachten, Metzeln, Intrigen und sonstigen Gedöns. Ja. Ist das auch mal sehr, sehr angenehm. Weg davon zu kommen. So, wir müssen jetzt nur über die Brücke rüber. Ups, und dann am Fluss rechts entlang laufen. Sozusagen. So. Oh, oh, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ich finde es immer noch super, wie einfach das Ganze hier wächst und gedeiht. Die ganze Siedlung. Ja, wie gesehen, hier. Das sind alle Straßen, die hier langlaufen. Hier so eine Straße. Ja? Also muss hier auf jeden Fall noch jemand hinkommen oder irgendwas hinkommen. Entweder irgendwer oder irgendwas. Eins von beiden. Kann es ja nur sein. Und mir fällt einfach nicht mal ein, wer oder was. Es ist, wie gesagt, einfach schon zu lang her, wo ich das letzte Mal hier gespielt habe. Ich glaube, wann war das? 2013? Ah, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Weil das Problem ist, ich kann auch die Steam Cloud hier nicht anschalten. Danke, Waschbär. Ich kann die Steam Cloud, die Ubisoft Cloud nicht anschließen, weil ist die Synchronität sozusagen das Spiel abstürzen ist permanent. Ja. Aber nein, was soll's. Ach, tut er Gold schöpfen hier. Cool. Ist ja cool. Gold schöpfen. Norris. Du kennst Miriam? Natürlich. Was gefällt ihr? Ich möchte ihr etwas schenken. Ich weiß es wirklich nicht. Na gut. Ich spreche mal mit Prudence. Vielleicht kann sie helfen. Ach so. Ja, jetzt heißt es Laufbursche sein, sozusagen. Ja? Herausfinden, was Miriam mag. Ja, und wie ist es besser? Erst von der Wand erklimmen und dann erst Prudence fangen. Ach, Prudence ist die farbige Frau, genau. Und unsere Bauersfrau, glaube ich, war das. Deswegen. Ich glaube, das war sie. Ich glaube, das war Prudence. Hallo, Fuchs. Ja. Wir laufen zum Bauernhaus hin. Ganz genau. Das ist Prudence. Ah, ich bin so gut.
Ja? Nein, natürlich nicht. Eigenlob stinkt. So. Hey, sie tut Brot backen. Prudence. Guten Tag, Connor. Norris will einer Dame den Hof machen. Was mögt ihr Frauen denn so als Geschenk? Also mir macht ein Strauß Wildblumen immer viel Freude. An wem ist Norris interessiert? Das möchte ich nicht sagen. Verständlich. Die schönsten wachsen auf dem Hügel im Nordwesten. Sie sind schwer zu erreichen, doch dort in der Sonne wachsen sie groß und stark. Ah, Brot backen. Er kriegt glatt wieder Lust. Ne, kann ich nicht. Die links. Ja, genau. So ein schöner Steinofen. Kriege ich auch ein. Ach, ist ja schön. Sowas. Was ist das hier? Ich glaube für Leder irgendwas, hä? Das ist so ein Butterstampfer, das ist so ein Waschzuber. So einen schönen Steinofen hätte ich auch gerne. Muss ich ja zugeben. Wie schön kannst du da drin auf jeden Fall Dings ansetzen, Brot machen. Wirklich wunderschönes Brot backen. Und Pizza. Wölfe? Ja, aber. Wolfies, ihr wollt doch hier nicht. Naja, gut, dass ich ihn weggenommen habe. So kommt er dem Bauernhaus nicht zu nah. Ach, hier oben. Ja. So, Nummer 3. Hier war ich auch schon mal oben, weil hier oben Dings gab's. Eine Art Kiste. Ja, Mann. Von uns Siedlern. Ja, Mann. So, wir nehmen natürlich alles mit. So. Genau, hier nach oben. Das war gerade, glaube ich, ein Elch. Ich glaub, mich knutscht ein Elch. So. Und noch mehr Wölfe, genau. So. Okay, keins mehr. Kein Wolf mehr. Yeah, wir haben Blumen gepflückt. Okay, dann ab runter. Ach, Mist! Ich hätte dich kriegen können. Ich hätte dich kriegen können. Ich war einfach nicht gut genug. Einfach nicht gut genug. Naja, was soll's. Ist halt so. Sind das Dings Kühe? Also hier Rehe, die so machen, so komisch Geräusche machen? Also Rehe habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. Überwiegend Wölfe habe ich gesehen. Biber, Hasen, Waschbären, aber keine Rehe bisher, oder? Sowas in der Art. Bist du... Oh, du bist gerade... Entschuldigung. Chris, bist du da drin? Oui. Oh, ich komme dann später nochmal zu dir. No, es geht schon. Was gibt es? Oh.
Prudence rät zu einem großen Strauß Wildblumen. Wirklich? Ganz sicher? Kommt mir komisch vor. Aber ich hab den schon gepflückt. Extra. Okay, er hat schon mal kleines Lager, wahrscheinlich für den Sprengstoff und Werkzeug, alles hier jetzt drin stehen. Ich muss da mal reingucken, ganz kurz. Abgestützt hat er auch den Stollen. Schon mal. Oh Mann, hat das tief getrieben. Wow. Das hat er aber schon tief reingejagt. Den Stollen. Sehr krass. Okay. Dann klettern wir mal ganz kurz wieder hoch. Weil Norris kann auf jeden Fall mit uns reden. Das machen wir auch gleich. Wie gesagt, die Folge wird halt ein bisschen länger als sonst. Aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Norris? Wo bist du? Nicht da, hä? Oh ja, wir haben hier noch zwei neue Missionen. Nehmen wir gleich an. Seht ihr, jetzt geht's gerade peu à peu. Eine Mission nach der anderen. Nachdem wir hier bei Plutus waren, also bei den Bauern. Sind nicht die Bauern, das ist ja das Gasthaus. Gehen wir nochmal ganz kurz dann nochmal zurück, ja. Einfach mal gucken, ob er noch irgendwas dann mit ihm reden können. Und gut ist so ungefähr, ja. So. Ach, unsere Holzfäller. Connor, Lust auf ein Spiel? Nicht besiegt ihr? Na, ich spiele ja schon. Ich sehe, vertragt ihr euch wieder. Oh ja, wir gehen uns immer wegen irgendwas an die Gurgel, doch meist vertragen wir uns am Ende wieder. Dann ist ja gut. Der Gedanke, dass meine Familie in Gefahr ist, hat mich kalt erwischt. Und Terry weiß, dass er mich nie besiegen könnte. Du Ratte! Er hat diese Boltsbahn gebaut, damit er mich bei irgendwas schlägt. Das klappt bloß nicht, was, Terry? Ich lag in Führung, bis Connor vorbeikam. Genau. Sicher warst du das. Ich habe ihn abgelenkt. Klar. Okay, was muss ich machen? Okay. Aha, okay. Lass es drücken, um zu werfen. So. Ach, wie Curling ist das in der Art. Hoho, hast du das gesehen? Okay. So? Ha, ich bin näher dran. Kann ich leben. Ah, Mist! Das reicht. Das reicht. Ja. Das sollte reichen. Rangelegt, das Ding. Jetzt aber ganz. Nein! Das erhöht den Druck. Nein! Er ist näher dran. Sehr gut. Du hast es verdient. Runde 2, okay. Ach, ich kann sogar... Oh, cool.
Den roten. So. Okay. Ah, so. Somit kann ich den wegstoßen. Okay. Okay, okay, okay. Der beste Wurf, seit ich dieses Spiel spiele. So vielleicht? Nein. Mist. Jetzt aber. Ja, sehr schön. Das sollte reichen. Was? Er darf jetzt dreimal hintereinander werfen? Oh, das ist ja unfair. Gewinnt er ja wieder. Jetzt komm hoch und... Nein! Oh, Mist. Okay. So, hier. Irgendwo in diesem Bereich soll er landen. So. Das ist schon mal soweit. Boah. Danke! Ah, Mist, okay. Du tust mir fast leid. Das merkt man gar nicht. Merkt man nicht. Und? Ach, Mist. Oh nein, 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 nein. Damit kann ich leben. Du tust mir fast leid. Ey, der Typ ist einfach nur... Du bist kacke. Echt, ey. Nein. Das war nicht, was ich wollte. Nein. Naja, verloren. Ist halt so. Was soll's? Und nochmal für die Holzfäller. Ein weiteres Haus. Cool. Cool, ein weiteres Haus haben die bekommen. So, das tun wir anwählen. Ach, guck mal, wir können mit Attila sprechen. Aber wir sprechen nochmal mit Norris. Nein! Doch! ja, also, Kugelstoßen. War ganz nett, war ganz nett, war ganz nett. Ja, wie gesagt, wir sprechen hier nochmal mit Norris. Ob er vielleicht irgendwas kann. Genau. Es ist grandios. Mein Kleiner versucht gerade leise und heimlich den Schlüssel hier rauszuholen aus dem Arbeitszimmer. Anstatt alles mitzunehmen, nö, versucht er ihn hier zu entwürsteln. Sehr schön, sehr schön.
Ach ja, mein Hallo, Kleiner. Connor. Norris, wie geht es dir? Es geht. Weißt du noch, wie wir über Myriam gesprochen haben? Oh ja, und wie sie den Puma erlegte. Ein Schuss, unbeirrt und präzise. Incroyable. Ich mag sie. Das tun wir alle. Sie ist beliebt. Nein, nicht so, Connor. Oh, oh. Wie schön für dich. Ist nur schön für mich, wenn sie mich auch mag. Sie ist eine starke Frau, eine unabhängige Frau. Ja. Ich bewundere sie. Tja, ich wünsche dir viel Erfolg bei ihr, Norris. Okay. Gut, dann. Ich glaube, jetzt gehen wir zum Bauernhof hin. Und dann sprechen wir nochmal mit Attila. Ich glaube, der will uns jetzt sagen, dass draußen oder irgendwo wahrscheinlich noch mehr an Rüstungen gibt's. Teile. Ja, und somit wir die sammeln sollen, bestimmt. Jetzt, wo der Ort hier so wunderbar gedeiht. Ich glaube, deswegen sollen wir es dann machen. Was war das denn? Okay. Ach, guck mal, der Schreiner. Der hat eine Kinderkrippe gebaut. Haben die etwa? Gibt's da was? Willst du es ihm sagen, Liebling? Ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Das wurde aber auch Zeit. Es gibt da jedoch ein kleines Problem, fürchte ich. Nicht ein Arzt, weit und breit. Nun, dann suchen wir einen. Ich kenne einen, der vielleicht herziehen würde. Sein Name ist Dr. Lyle White. Ist lange her, dass wir ihn gesehen haben. Aber versuch es bei seinem alten Haus in Boston. Okay, klar. Probieren wir alles. Cool. Also ein Arzt. Ich hab's doch gesagt. Irgendwie ein Arzt. Geil. Okay, dann sprechen wir nochmal mit Attila. Mit Achilles. Nee, Attila. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Attila? Achilles? Shit, alle fangen sie mit Kack an, ey. Achilles, glaube ich. Attila, nee, Achilles. Ich glaube, Achilles war das. Jetzt habe ich echt den Namen von unserem Chef sozusagen vergessen. Oh, das ist böse. Das ist echt bitterböse. Seit fast einer Stunde machen wir schon die ganzen Dorfmissionen, die Siedlungsmissionen. Cool. Na, Connor, nicht so stürmisch. Ach, unten ist er. Oh. Muss ich erst die Tür öffnen? So. Ach so. Denkst du an alte Zeiten, Achilles? Connor. Oh ja. Schätze, das habe ich. Scheint so lange her zu sein. Welchem Assassinen hat sie gehört? Eigentlich gehörte sie John de la Tour, dem ersten Assassinen in den Kolonien. Dann trug ich sie eine Zeit lang. Was ich in dieser Rüstung erlebt habe, erhabene Erinnerungen, aber auch sehr schmerzliche. Eines Tages wird sie dir gehören, Connor. Du musst sie stets in Ehren halten. Sie erinnert uns daran, wie lange unsere Bruderschaft schon hier ist. Wie lange wir die Bewohner dieses Landes schon schützen. Aber ich schweife wieder einmal ab. Ich weiß, dass du sie zu würdigen weißt. John de la Tour, aha. Ah ja. So, das heißt, da haben wir erstmal nichts. In Boston. Oh. Wir müssen aus dem Haus erstmal raus. In Boston sollen wir nach einem Arzt suchen.
Na, das werden wir doch auch mal machen. So. Oh. Oh. Warum kann ich jetzt hier nicht rausrollen? Einen Moment. Ja, hier. Geht nicht. Ich kann nirgendwo hin. Na gut, dann machen wir eine Schnellreise dahin. Och, ernsthaft, ich kann keine Schnellreise machen. Wir machen es anders. Wir springen ins Wasser und fahren mit unserem Schiff nach Boston. So schaut's aus. Ach, die ganzen Schiffssachen könnte ich auch nochmal machen. Da kann man ja auch noch so viel machen. Einen Moment. Ja, dann wird halt die Folge länger als eine Stunde. Ja. Wegen die Kids-Sachen da oben. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Erstmal fahren wir in die Dings. Nach. Oh, was ist das da? Die Jagd? Oh. Die Jagd? Wartet mal. Dann quatsche ich erstmal ihn hier an. Verschafft mir die große Ehre, Captain. Du sprachst von Briefen. Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich. Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und 4 seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha! Du magst der Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge? Und was? Woher? Benutz deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. Okay. Gut. Was hast du für mich? Das sind ein paar gute Stücke. Dafür kriegst du einen Brief, jawohl. Bitte schön, Captain. Okay. Hast du was? Ja, ich habe alles abgesucht. Zeig mal her, Captain. Gefällt mir. Gut für dich. Würd sagen, du hast dir einen Brief verdient. Ich habe das ganze Grenzland abgesucht. Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen. Eine okay. Wahnsinnsbeute. Potzblitz. Dafür gebe ich dir einen Brief, keine Frage. So, und der letzte Wieder Brief. Da? Was hast du diesmal für mich? Ich brech zusammen. Dafür hast du dir den letzten dieser Briefe redlich verdient. Lass mich wissen, was du findest. Okay. Und jetzt? Neuer Zielort auf der Seekarte freigeschaltet. Okay, einen Moment. Das werden wir mal ganz kurz nachgucken. Aha. Aha, aha, aha. Was ist das? Die Jagd. Und das hier ist... Ja, dann starten wir. Nee, wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Ja. Da ich im Moment noch nicht den Arzt hole, sondern erst später, machen wir jetzt die nächste Folge, wird eine Seefahrtsfolge werden. Ja, wir machen alles, was mit dem Schiff zu tun hat, alles drum und dran. Okay? Ich versuche nur noch Zeug zu organisieren, damit wir unser Schiff ausbauen können. Etwas. Ja, mal ganz kurz gucken. Verstärkten Rumpf. Ausgerüstet haben wir die schon. Irgendwas Günstiges für 3000? Nee, ja. 9, 11, 17, 19? Und 13.000. Wird teuer. Okay, gut. Dann werden wir uns in der nächsten Folge mit unserem schönen kleinen Schiff hier veranstalten.
Okay. Also wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt, auf hoher See losfahren. Ja? Also, euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao.